Willkommen beim Meilencoach. Heute nehme ich euch auf einen ganz besonderen Flug mit. Ich fliege mit der Lufthansa First Class von Bogota nach Frankfurt. Ich bin an Bord eines Airbus A340-600 mit der Kennung DIHX, der seinen Erstflug bereits im Januar 2009 vor 15 Jahren hatte. Dieses Flugzeug der Lufthansa bietet Platz für 305 Passagiere, davon 8 in der First, 44 in der Business Class, 32 in der Premium Economy und 221 in der Economy. Natürlich zeige ich euch alles, was auf diesem Flug passiert, was es zu essen und trinken gibt, wie man liegt und schläft, wie das Entertainment ist und natürlich erzähle ich euch, was das mit Brad Pitt zu tun hat. Ihr bekommt auch meine Einschätzung, ob sich ein First Class Nachtflug ab Bogota lohnt und was mich der Flug gekostet hat und wie ich ihn gebucht habe. Darf natürlich auch nicht fehlen. Im Anschluss an diesen Flug nehme ich euch noch in die exklusive First Class Lounge in Frankfurt mit und zeige euch, wie man dort die Wartezeit zum nächsten Flug genießen kann. Seht euch das an, das lohnt sich und wird euch Spaß machen. Als einer der letzten Passagiere bin ich stressfrei an Bord gegangen und habe meinen Platz 1K eingenommen. An meinem Platz lagen schon das Amenity-Kit von Porsche Design und Pantoffeln bereit. Für Alleinreisende empfehle ich natürlich die Einzelsitze A und K in der ersten und zweiten Reihe mit Fenster und viel Privatsphäre. Lufthansa bietet in der First Class mit 2,6 Meter viel Fußraum, extra Staufläche im Ottoman und spendiert dazu noch einen eleganten Pyjama von Van Laan. Der Bildschirm ist mit 17 Zoll ansprechend groß und hat eine gute Auflösung. Leider wird er mit einer altmodischen Fernbedienung bedient. Die Kopfhörer sind von Bose, Noise Cancelling und von sehr guter Qualität. Nach dem Start leitet ein angenehm heißes und frisches Tuch den Service ein. So, wir sind jetzt eine gute halbe Stunde in der Luft. Leider ist der Flug ein bisschen unruhig. Ich habe inzwischen schon mal das Internet getestet. Es funktioniert, aber nicht sehr schnell. Also es ist eher für Messaging angelegt und nicht jetzt wirklich für, ja, YouTube anschauen oder so. Also das, da dreht es langsam, also das ist dann nicht so toll. Wir sind auf einem Nachtflug. Eigentlich hätten wir um 21 Uhr starten sollen. Wir sind eine Dreiviertelstunde später dran. Der Flug wird allerdings nicht 10 Stunden 50 betragen, sondern nur 9 Stunden 50. Somit holen wir wieder Zeit rein, aber werden vielleicht am Ende 10 Minuten zu spät sein. Also das ist schon okay. So, was auffällt auf diesem Flug im Gegensatz zum Hinflug ist, dass wir 8 Passagiere sind und die Crew doch deutlich mehr zu tun hat. Zum anderen ist es auch ein Nachtflug, also man die Nachtruhe steht bevor und es ist hektisches Treiben und man hat nicht so viel Zeit zum einen gemütlichen Plausch, so wie das auf dem Hinflug war. Auch sind die Passagiere hier eher geneigt, Privatsphäre zu genießen und die Wände hochzufahren. Auf dem Hinflug war es extrem nett und lustig. Schauen wir mal, wie es hier wird, aber ich habe jetzt auch die Wand hochgefahren, um an mehr Diskussionen zu wahren und die anderen Passagiere nicht zu stören. Ich werde wohl nur den Kaviar-Service genießen, die anderen Vorspeisen weglassen, vielleicht nur den Salat nehmen und allerdings das Rinderfilet will ich doch auch probieren. Das mache ich gerne. Ich hatte jetzt auf der Reise bisher sehr viel Fisch und zum Kaviar will ich auch den Rosé-Champagner probieren von dem Weingut von Brad Pitt und mal sehen, wie der schmeckt. Ich hatte einen Gruß aus der Küche, einen Enten-Roastbeef mit Mango-Chutney. Klingt gut und dazu werde ich also den Champagner probieren. So, da ist jetzt dieser besondere Rosé-Champagner, Fleur de Mirabelle von dem Weingut, das unter anderem auch Brad Pitt gehört. Man sieht es jetzt hier auf dem Video sehr schön, also perlwahnsinnig, aber fein. Und ist ein bisschen fruchtiger, ein bisschen erdbeerig. Passt gut zur Ente und ich hoffe auch gut zum
Also er stößt fast ein bisschen auf. Liegt vielleicht daran, dass wir hier auch in der Luft sind, aber ja, ist was Besonderes, was man sich sonst im Alltag nicht leisten würde. Also knapp 300 Euro die Flasche, schon dick. Hier ist der legendäre Kaviar und ich habe jetzt diesmal in einem eisgekühlten Glas noch einen schönen Wodka bekommen und hier Toast und Brot und Olivenöl und Butter und nochmal Wasser. Ich habe komischerweise gar keine Lust mehr auf diesen Champagner, auch wenn er so besonders ist, aber der passt gut zur Ente, aber ich glaube zu Kaviar ist der irgendwie zu fruchtig, aber gleichzeitig auch wieder sehr, sehr herb. Ist komischerweise gar nicht so sehr mein Geschmack. Also Kaviar einfach auch schon mit ein bisschen Zwiebeln. Ich habe gelernt, dass es ein italienischer Zuchtkaviar ist. Also hätte nicht gedacht, dass aus Italien auch Kaviar kommt. Schmeckt vorzüglich. Jetzt mische ich auch noch mal ein bisschen mit Ei und Creme Fraiche und dann schauen wir mal, wie das dann nun wird. Also der Wodka schmeckt erstaunlich gut dazu, also klar, die Russen haben ja den Kaviar erfunden und der Wodka ist zwar sehr stark, ich werde ihn sicherlich nicht austrinken, aber so eisgekühlt und dann der salzige Kaviar, das mit dem Ei finde ich gar nicht unbedingt bereichernd, der Kaviar an sich, ein bisschen Toast, ein bisschen Zwiebel, das reicht vollkommen, schmeckt sehr gut, gute Qualität. Als Hauptgericht habe ich gegrilltes Rinderfilet mit kolumbianischer Paprika-Kaffeesoße, sautiertem Spinat und Maissoufflé mit Parmesankäse gewählt. Das Fleisch ist perfekt medium rare gegrillt. Nicht schlecht. So, ich habe jetzt mal die Hauptspeise probiert. Das Rinderfilet ist super, ist perfekt auf den Punkt gegart. Auch diese Kaffee-Paprikasoße ist gut. Der Spinat ist ein bisschen versalzen. Die Tomate ist merkwürdig und diese Mais-Parmesan-Fladen sind auch sehr salzig. Sind nicht schlecht, aber auch sehr schwer. Und jetzt um die Uhrzeit, wir haben jetzt schon nach Mitternacht, also fast halb, schon nach halb eins. Es ist mir einfach zu schwer und ich fürchte, ich werde es nicht aufessen können. Ich muss sagen, dass ich in Kolumbien selbst besser gegessen habe. Das ist sicherlich nicht aus Deutschland, sondern hier in Kolumbien eingepackt worden. Wie gesagt, Fleisch super, Soße auch, aber den Rest finde ich nicht ganz überzeugend. Mal schauen, wie der Wein dazu ist. Also auch selbst wenn ich spanische vollmundige Weine mit einem gewissen Tanningehalt gern mag. Heute irgendwie passt es mir nicht. Liegt vielleicht daran einfach, dass es zu spät ist. Leider ist das Essen teilweise versalzen. Gut, häufig hört man, dass Flugzeugessen ein bisschen stärker gesalzen ist, aber ich mag es gern ein bisschen mehr salzig, aber das ist zu viel. Und irgendwie, ich glaube, mein Magen ist jetzt einfach auf Schlafen eingerichtet und nicht mehr auf Essen. Ich werde es jetzt zurückgehen lassen. Leider. Es ist einfach viel zu spät geworden. So, habe ich doch noch zum Nachtisch ein paar Trauben. Etwas Käse und Marmelade, noch der Rotwein ist auch noch da. Mal schauen, was ich davon schaffe. Sehen wir uns den Waschraum an. Er ist nicht groß, wirkt aber dennoch edel und sauber. Die Ausstattung und Beleuchtung ist elegant. Es gibt ein Fenster, das Waschbecken ist groß. Die Rose ist ein frisches und schönes Detail.
zusätzlichen Toilettenartikel wie Mundspülung, große edle Cremetuben, Deospray und Gesichtfeuchtigkeitsspray sind prima Details, die einem ein First-Class-Gefühl geben. Sehen wir uns noch das Amenity-Kit von Porsche Design an. Ein transparenter Kulturbeutel aus stabilem Plastik, stylisch, aber nicht wirklich elegant. Auffällig ist die bequeme Schlafmaske im Rennfahrerlook. Besonders der hölzerne Schuhlöffel, hochwertige blaue Socken, eine wertige Haarbürste, nett verpackte Ohrstöpsel, hübsch verpackte Cremes von Agostinus Bada und eine hölzerne Zahnbürste mit Zahnpasta. In einem anderen Beutel wäre das top. Was meint ihr? So, guten Morgen, ihr Lieben. Ich habe wirklich sehr gut geschlafen. Ich glaube 6 Stunden oder so. Und das Bett und der Sitz war wirklich sehr bequem. Ich hatte noch mal eine extra Sitzauflage, vielleicht weil er sonst sich durchgesessen angefühlt hätte. Aber somit war alles wunderbar. Wie war der Flug für mich? Es ist ein Nachtflug und wir hatten Verspätung. Insofern war alles etwas gehetzter als jetzt bei dem Tagflug. Die Crew war sehr, sehr nett. Also gerade die Flugbegleiterin, die sich um mich gekümmert hat, war äußerst freundlich und zuvorkommend und wurde nicht müde, mir immer wieder neue Dinge anzubieten. Leider hatte ich mir so ein bisschen den Magen verdorben in Santa Marta, sodass ich nicht so wahnsinnig viel Hunger hatte, obwohl ich mir extra Hunger aufgehoben hatte. Aber der Kaviar ist natürlich immer wieder ein Highlight. Ich war von dem Rosé-Champagner etwas enttäuscht, wenn man das sagen darf. Oder vielleicht lag es auch an meinem Magen, aber der ist mir irgendwie ein bisschen aufgestoßen und irgendwie so, im ersten Moment dachte ich, oh, lecker, so ein bisschen trocken, aber doch so ein bisschen erdbeerig, so besonders. Also besonders ist er und hat eine Wahnsinnsperle. Aber eigentlich der klassische Champagner hat mir besser geschmeckt und ich habe deswegen auch kein zweites Glas genommen, obwohl der so exquisit ist. Das Essen von Bogota raus empfand ich nicht ganz so gut. Also das Fleisch war zwar hervorragend, aber der Spinat war total versalzen und auch die anderen Beilagen, sodass ich keine große Lust hatte, da weiter zu essen. Es gab noch weiter toll aussehende Vorspeisen und auch die Nachspeisen waren mir dieses Mal alles zu viel. Eigentlich, ja, letztendlich war es schon dann weit über Mitternacht und irgendwie hatte ich mir einen früheren Rhythmus auch angewöhnt. Ich habe ein Frühstück, hätte es sehr viele Optionen gegeben. Die hätten hier sogar auch ein eigenes, also ein frisch gemachtes Rührei mit oder ohne Speck. Also es wäre schon toll gewesen, wenn ich Hunger gehabt hätte, aber irgendwie lag mir alles noch von gestern im Magen, sodass ich nur ein bisschen Obst gegessen habe. Ihr habt es gesehen. Also mein Frühstück war nicht so aufregend, aber nur weil ich es so gewählt habe, nicht weil ich es nicht mehr gegeben hätte. Also die hätten ja wieder groß aufgefahren. Aber ich habe mir gedacht, ich esse lieber noch mal ein bisschen was in der Lounge, weil es ja natürlich noch besser ist und man auch noch mal andere Dinge bekommt. Aber auch die Betreuung am Flughafen in Bogota war super. Also ich hatte eine Personal Assistant, die mich wirklich von A nach B gebracht hat und ganz, ganz herzlich war. Also hier noch einen lieben Dank an Juanita, die sich toll um mich gekümmert hat, falls sie das eines Tages sieht. Und jetzt bin ich gespannt, wie es weitergeht. Ich werde jetzt dann abgeholt werden und ich habe noch einen Weiterflug nach Amsterdam. Ich werde davor noch ein bisschen in die Lounge gehen und das werde ich euch dann auch zeigen. Also, falls euch das gefallen hat, würde ich mich freuen über ein Thumbs Up. Abo ist immer gut und schreibt in die Kommentare, wie ihr den Flug empfunden habt. Also jetzt dieser Flug gekostet. Ich habe einen tollen Deal gefunden von Amsterdam über Frankfurt nach Bogota in der Business Class. Der hat mich 1513 Euro gekostet. Der Rückflug von Santa Marta schon abgehend war da auch schon mit drin in der LATAM Premium Economy. Schaut euch das an, da habe ich auch noch ein Video dazu. Und ich hatte noch 4 Upgrade-Voucher und ich konnte jetzt 2 davon für diesen Flug nutzen, sodass ich jetzt hier die First Class für euch testen konnte. Wir sind im Anflug auf Frankfurt und ich freue mich schon auf die First Class Lounge. Ich bin gespannt auf die Unterschiede zum First Class Terminal. Seht euch das an und kommt mit!
der schöne Flieger, mit dem wir gekommen sind. A340-600 aus dem Baujahr 2008. Willkommen in der Lufthansa First Class Lounge in Frankfurt im Terminal A. Bevor ich gleich unter eine Dusche springe und das à la carte Restaurant teste, mache ich mit euch eine kurze Tour durch die Lounge. Dabei weise ich auf die Unterschiede zum First Class Terminal hin, das ich dieses Mal bewusst nicht besucht habe. Viele Sitzgelegenheiten mit schönem Blick aus Rollfeld, was hier viel besser ist als im FDC. Ich bin jetzt in einem Bad, einer Dusche in der First Class Lounge im Terminal A von der Lufthansa. Toilette, Waschbecken und Duschbereich. Ist kleiner als das Bad mit der Badewanne, aber das brauche ich heute nicht, sofern alles wunderbar. Dusche nach einem langen Flug ist einfach was Herrliches. Ich bin jetzt in der First Class Lounge hier im Terminal A und ich nehme euch gleich mal auf Tour mit, aber erster Eindruck ist, es hier viel ruhiger als im First Class Terminal und entspannter und ja, mal schauen, was sie alles zu bieten hat. Das gediegene Restaurant wird von Käfer betrieben. Die Tische sind bereits stilvoll eingedeckt. Obwohl man à la carte essen kann, gibt es ein riesiges und reichhaltiges Buffet, an dem man sich selbst bedienen kann. Da bleiben wenig Wünsche offen. Das ist natürlich praktisch, wenn man weniger Zeit hat. Ich empfehle aber, etwas Frisches zu bestellen. Auch wenn es etwas dauert, ist die Qualität doch überzeugend. Aber seht selbst. Also die Essensauswahl hier in der First Class Lounge ist genauso wie im First Class Terminal. Es gibt Restaurants betrieben von Käfer und die Menükarte erinnert mich sehr an die im First Class Terminal. Jetzt gibt es schon ein bisschen ein weihnachtlicheres Menü. Also ich habe eine Maronschaumsuppe gewählt und dazu noch einen gebratenen Wolfsbarsch. Auch ein bisschen leichter, ist nicht ein schweres Fleisch. Die Maronschaumcremesuppe ist sehr fein, ist auch nicht zu schwer. Hat guten Geschmack, es sind noch ein bisschen kleine Croutons drin, etwas Sahne, nicht zu viel, also gefällt mir gut, eine schöne weihnachtliche Suppe. Wolfsbarsch mit Brokkoli und Risotto. Also der gebratene Wolfsbarsch ist ganz hervorragend. Super Gargrad, gut gewürzt, das Risotto ist sogar ein bisschen trüffelig und das Gemüse knackig, also sehr gelungen, schmeckt köstlich. Einziger Kritikpunkt, es könnte ein Ticken wärmer sein, also es ist lau und nicht richtig warm, was ich schöner finde. Noch schnell einen Frankfurter Kranz und dann zum nächsten Flug. Auch weil wir eine Außenposition haben, werden wir mit dem Auto ans Flugzeug gefahren. Das ist natürlich sehr praktisch, weil bis jetzt von dem Flug aus Bogota mussten wir laufen. War jetzt nicht schlimm. Stilvoll und zur rechten Zeit wurden wir zu unserem Flugzeug nach Amsterdam gebracht. Auch ein guter Flug, aber das ist dann eine neue Geschichte. Wenn ihr so reisen möchtet wie ich, dann lasst euch von mir coachen. Weitere Infos dazu findet ihr auf meiner Webpage. Falls ihr meinen Kanal mit einem kleinen Beitrag unterstützen möchtet, dann könnt ihr mir ein Kaffee spendieren oder ein Super Thanks geben. Herzlichen Dank dafür. Liebe Grüße vom Meilencoach.